Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Guide hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Goldfarm und ich möchte euch einmal hier meine Methode vorstellen, wie ich zwischen Überbosse killen und Nightmare Dungeons spielen, wie ich mir zwischendurch mein Gold erfarme. Denn ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, wofür braucht der Typ jetzt so viel Gold oder wofür brauche ich jetzt überhaupt Gold? Ich zeige euch das einmal, wenn ich jetzt hier zur Okkultistin gehe und ich möchte zum Beispiel einen meiner Ringe umrollen, habe ich jetzt schon ein paar Versuche drauf, dann seht ihr schon, das Ganze kostet mich jetzt schon 2,6 Millionen Gold. Also es wird extrem teuer und ich habe immer noch nicht den Wert auf dem Ring, den ich haben will. Also ihr seht, dass man verballert das Gold eigentlich ziemlich schnell später. Zumindest wenn man versucht, die Werte, die man auf jeden Fall auch auf seinem Gear haben will, raufzubekommen. Ja, ich glaube auch, dass das Ganze vor allem in der nächsten Woche super interessant werden könnte. Da läuft nämlich das Event Segen der Mutter. Das läuft vom 20. bis zum 27. und ihr bekommt bei diesem Event 35% mehr Gold und XP. Ich kann auch noch nicht garantiert sagen, ob meine Methode mit den 35% funktioniert, aber ich werde es auf jeden Fall gleich am Montag testen und werde es hier als angepinnten Kommentar unter das Video hauen. Also ihr werdet auf jeden Fall am Montag dann wissen, ob es dann sogar noch effizienter ist, zumindest für eine Woche. Wäre auf jeden Fall ganz interessant, mal rauszufinden. Das Video ist übrigens kein Clickbait. ihr müsst mir auf jeden Fall glauben. Wartet einfach bis zum Ende, dann zeige ich euch, was ich in einer Stunde gefarmt habe. Also ich zeige euch das jetzt gleich mal für eine Stunde, diese Methode. Ich habe eine Stunde aufgezeichnet. War natürlich jetzt nicht super effizient, weil ich nebenbei noch Sachen gemacht habe. Ich habe ja aufgezeichnet und habe auch nicht alles so gemacht, wie ich machen sollte und habe auch ein sehr langsames Bild genommen. Einfach nur, um euch zu zeigen, dass es besonders für Anfänger geeignet ist. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu meinem kleinen Disclaimer, den ich am Anfang sagen möchte. Denn für mich ist das Video, oder ich denke, das Video ist eher für Anfänger gedacht, für Leute, die gerade mit Diablo angefangen haben, die vielleicht noch nicht alles wissen. Für die alten Diablo 4 Hasen zeige ich jetzt vielleicht nichts super Neues und keinen geheimen Hack oder Exploit oder irgendwie sowas. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen doch noch ein kleiner Tipp dabei. Deswegen, vielleicht lohnt es sich ja doch dran zu bleiben bis zum Ende des Videos und zu schauen, ob ich vielleicht doch noch was beibringen kann. Für alle anderen wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dem Video. Und falls ihr noch irgendeine Idee habt, wie man das Ganze noch effizienter machen kann oder ihr habt noch irgendwelche Tipps oder vielleicht noch eine ganz andere Methode, lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über eure Kommentare. Lest das auch alles und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht das Ganze noch krasser machen können. Aber wie gesagt, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns und hören uns gleich. Ciao, ciao, ciao. Okay, dann sage ich euch gleich mal, was wir machen. Bevor es losgeht, hier noch die Voraussetzungen, damit das Ganze auch klappt. Ihr solltet auf jeden Fall die Story durchgespielt haben und der flüsternde Baum muss definitiv freigespielt sein. Ihr solltet das Ganze auf Qual-Stufe 4 machen, das heißt also Qual-Stufe 4 muss auch freigespielt sein, das heißt ihr müsst die beiden Capstone-Dungeons machen und ihr solltet auf jeden Fall einen Charakter haben, der gut auf Qual-Stufe 4 durchkommt, also für den das jetzt keine Qual ist und für den das eigentlich relativ schnell geht. Ihr könnt das Ganze auch auf einer niedrigeren Qual-Stufe machen, aber dann gibt es natürlich nicht so viel Belohnung und auch nicht so viel Gold, deswegen empfehle ich euch das Ganze auf Qual-Stufe 4 auf jeden Fall durchzuziehen. Also, was machen wir? Deswegen der kleine Disclaimer am Anfang. Wir werden grausige Gaben für den flüsternden Baum sammeln. Wohoho, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, wow, ja, das ist ja eine ganz tolle Technik. Super krass. Aber ich kann euch sagen, da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, wie man das Ganze extrem schnell machen kann. Und auch bei den Truhen gibt es so ein paar kleinere Sachen, die man beachten sollte. Das werde ich euch gleich alles sagen. Ja, und ihr müsst für die grausigen Gaben Aufgaben in der ganzen Welt erledigen. Diese Aufgaben oder Quests geben unterschiedlich viele grausige Gaben oder Fortschritt für den Balken, den ihr hier unten auf der Map seht. Habt ihr 10 Gaben voll, könnt ihr euch zum Baum teleportieren und bekommt dann eine Truhe als Belohnung. In der Truhe findet man ja die unterschiedlichsten Sachen, unter anderem halt auch eine Menge Gold. Wie ihr jetzt die Gaben am schnellsten voll bekommt und welche Truhen ihr aussuchen solltet, erzähle ich euch gleich. Denn unterschiedliche Truhen geben unterschiedlich viel Gold und das teilweise sogar sehr, sehr extrem.
Ja, warum ist das für mich die sinnvollste Methode, Gold zu farmen? Ich habe es ja auch auf den YouTube-Thumbnail raufgeschrieben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es genervt wird. Die vorher beste Methode, zumindest nach meiner Recherche, war, dass man immer wieder den gleichen Dungeon läuft, alle gelben Items aufsammelt und dann die gelben Items beim Händler verkauft. Aber das wurde anscheinend schon genervt. Und ist für mich tatsächlich auch super stumpf. Also immer wieder in denselben Dungeon reinzugehen, ist nicht wirklich sehr abwechslungsreich. Aber wenn ihr die Aufgaben erledigt, habt ihr auf jeden Fall zwischendurch immer wieder mal was anderes und immer wieder ein bisschen Abwechslung zwischendurch. Was aber viel, viel wichtiger ist, ihr kommt massig Mats, um den Überboss Echo von Warshan zu beschwören. Ihr bekommt super viele Legendary Items, könnt ihr natürlich auch verkaufen oder ihr zieht euch die Aspekte daraus, falls ihr noch was braucht für eure Builds. Aus den Truhen können auch Schlüssel für die Nightmare Dungeons droppen. Die solltet ihr unbedingt klein machen, denn die Mats braucht ihr für das kommende Event. Ich glaube, es kommt in 2 bis 3 Wochen. Abattoir of Zir. Ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Name ist. Aber auf jeden Fall das, wo ihr die neue Glyphe bekommt. Das sind sozusagen die neuen großen Portale, wo es halt immer schwerer wird. Und da kostet ein einzelner Key schon 800 Pulver. Also auf jeden Fall auch ziemlich cool, dass ihr da Keys mitbekommt. In den Truhen können kosmetische Items sein, also auch für euch, für alle Leute, die kosmetische Items hunten, ist das auf jeden Fall auch sehr interessant. Und es gibt noch massig Crafting-Mats und Edelsteine. Also ihr seht jetzt schon, warum ich das Ganze die sinnvollste Art genannt habe. Es ist halt nicht nur für Gold, sondern ihr bekommt auch noch ganz, ganz viel andere Sachen, die man fürs Spiel selber auch benötigt. Wenn man es darauf anlegt, kann man das Ganze sogar in 2 bis 3 Minuten schaffen. Also in 2 bis 3 Minuten einmal alle 10 Gaben voll. Das geht nicht so oft, sage ich euch gleich. Aber wenn ihr das nur mal einmal zwischendurch machen wollt und nicht eine Stunde farmen, werdet ihr auf jeden Fall mit meinen Tipps das Ganze super gut machen können und habt dann in 2 bis 3 Minuten 3 bis 4 Millionen Gold garantiert. Ist auf jeden Fall kein Clickbait, das funktioniert wirklich. Es ist auf jeden Fall auch noch sehr viel Luft nach oben mit einem schnelleren und effizienteren Build zum Speedfarmen. Also 40 bis 50 Millionen sind einer Stunde auf jeden Fall möglich. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ich habe extra einen etwas langsamen Build genommen, damit ich euch auch zeigen kann, dass es auch für Anfänger geeignet ist und dass man trotzdem in einer Stunde sehr gut Gold zusammenbekommen kann. Bevor ich euch etwas zu den Truhen sage, was auch ganz, ganz wichtig sein wird, gehen wir erstmal die Quests oder Aufgaben durch, mit denen ihr die grausigen Gaben erhalten könnt. Ich mache euch jetzt einmal kurz die Map auf, die World Map, und da seht ihr ja schon, dass es hier unterschiedliche Aufgaben gibt und auch unterschiedlich viele Gaben. Zum Beispiel hier für den World Boss bekommt ihr zum Beispiel 5 Gaben, für andere Aufgaben nur 1 bis 2. Und damit ihr euch jetzt nicht durch alle durchschauen müsst, wenn ihr es nicht wisst, oder vielleicht auch für die, die schon länger Diablo 4 spielen, aber ein paar Sachen vielleicht noch nicht wussten, habe ich jetzt mal so eine kleine Reihenfolge oder eine Tierliste der unterschiedlichen Aufgaben für euch zusammengestellt und wie ich sie angehen würde und wie ich es auch immer tue, wenn ich für mich das Gold farme. Und ich glaube, ihr könnt ja auf jeden Fall ein bisschen was von mitnehmen und das für euch und für eure Zwecke anwenden. Wir fangen mal mit der ersten Methode an, das ist die ich eben genannt habe, mit den 2 bis 3 Minuten, und zwar ist das in der PvP-Zone, ich zeige euch das hier mal auf der Map. Hier gibt es 2 Bosse und diese 2 Bosse haben oder geben jeweils 5 Gaben, das heißt, wenn ihr beide Bosse gekillt habt, habt ihr 10 Gaben und das Ganze geht super schnell, weil die Bosse können wirklich nichts. Also wenn ihr einen Charakter habt, der, wie am Anfang erwähnt, gut und einfach durch Qualstufe 4 kommt, dann sind die für euch überhaupt gar kein Problem. Also es dauert maximal 5 Minuten mit Teleportieren und hin und her gehen. Ich weiß, PvP, viele haben da keinen Bock drauf, aber hear me out, das ist alles nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Denn selbst wenn ihr dorthin geht und ihr seht einen anderen Spieler, der da auch bei dem Boss ist, ihr müsst nur einmal auf den Boss raufkloppen, wenn der andere Spieler euch tötet und er dann danach den Boss killt, was in 99% der Fälle passiert, bekommt ihr trotzdem die 5 Gaben. Das ist also noch besser. Ihr könnt einfach liegen bleiben, seht zu, wie der andere die Arbeit für euch erledigt und bekommt trotzdem die 5 Gaben. Ich gehe meistens morgens vor der Arbeit hin. Da sind eigentlich nie Leute da. Also ich habe jetzt in einer Woche das jeden Tag gemacht und es war nie jemand da, der mich irgendwie gekillt hat oder sonst irgendwie was. Ich weiß, kann natürlich nicht jeder machen. Nur so mal für euch. Wie ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ihr andere Spieler trefft, nochmals verringern könnt, ist, wenn ihr Crossplay ausmacht, weil mit Crossplay aktiviert, seht ihr auch die ganzen Leute, die auf der Konsole unterwegs sind. Das heißt, wenn ihr das im Menü ausschaltet, solltet ihr auch noch weniger Leute treffen. Alles klar, kommen wir zu der nächsten Quest oder Aufgabe, die ich machen würde oder die ich auch immer gemacht habe. Und zwar sind das die Dungeons. Es gibt hier Dungeons auf der Map, seht ihr auch. Die geben auch immer 5 Punkte.
Und in der Regel sind die auch sehr, sehr schnell. Ihr solltet auf jeden Fall alles skippen, was ihr im Dungeon seht. Macht wirklich nur die Objectives, also diese Aufgaben, wo ihr zum Beispiel einen Schlüssel suchen müsst oder diese Steine auf die Steinplatten legen müsst und so weiter. Nichts killen, nur wenn es sein muss. Einfach nur stumpf durchrennen. Macht die Aufgabe, geht zum Endboss, klatscht den Endboss um, bam, 5 Gaben. Und natürlich gibt es unterschiedlich schnelle Dungeons. Es gibt Dungeons, die dauern extrem lange. Es ist zum Beispiel ein so ein Dungeon, wo ihr immer wieder euch auf andere Ebenen teleportiert und so. Den Dungeon hasse ich übrigens auch. Mache ich nicht sehr gerne. Aber ansonsten, es gibt auch ein paar Speedfarm-Dungeons. Auch dazu, wenn ihr da mal eine Tierliste oder ein Video von mir sehen wollt, welche Dungeons die besten sind, um XP zu farmen oder um Glyphen zu farmen, mache ich da auf jeden Fall auch gerne nochmal ein Video zu. Aber wie gesagt, ich mache die Dungeons eigentlich immer mit. Und bei den Dungeons solltet ihr auch wissen, wenn ihr die gemacht habt, dann verschwinden die erstmal von der Karte. Und wenn ihr so 5-6 Stück gemacht habt, dann dauert es erstmal wieder, bis wieder neue spawnen. Aber die könnt ihr eigentlich den ganzen Tag machen. Und wie gesagt, geben auch noch 5 Punkte. Wenn ihr noch nicht Stufe 100 seid, könnt ihr das sogar noch machen nebenbei, um so ein bisschen XP zu kriegen. Also eigentlich eine super Methode und für mich auf jeden Fall mit einer der effizientesten. Das nächste auf der Liste ist der World Boss, denn auch der gibt 5 Gaben. Das heißt, wenn ihr den noch nicht gemacht habt, es ist ganz wichtig, dass ihr den noch nicht gemacht habt an dem Tag. Und wenn er gerade on ist oder wenn er gerade kurz davor ist zu spawnen, wenn ihr sowieso am Farmen seid, macht den auf jeden Fall mit, gibt 5 Gaben. Und ja, ich glaube, ihr wisst alle, wie das Ganze aussieht. Der lebt keine 20 oder 30 Sekunden, also es ist ganz selten, dass er mal länger lebt. Das heißt, auch hier wieder super schnell und super effizient, weil ihr direkt 5 Gaben bekommt, habt die Hälfte wieder voll und könnt direkt zur nächsten Aufgabe gehen. Das gleiche gilt für den nächsten Punkt auf der Liste, das sind die Legion Events. Die nehme ich eigentlich auch immer ganz gerne mit, weil mir da auch noch ein paar Cosmetics fehlen aus den Truhen. Es kann da auch am Ende sein, dass da nochmal so extra Bosse spawnen, für die ihr dann auch nochmal Mats, oder von denen ihr auch nochmal Mats bekommt für den ersten Überboss. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und das Ganze geht auch immer super schnell. Also es ist wirklich selten, dass das länger als 5 Minuten dauert. Meistens bin ich da in 2 bis 3 Minuten durch. Es ist wirklich, also ne, mit den ganzen Builds, die heutzutage rumlaufen, ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Das Ganze gibt leider nur 3 Gaben, aber wie gesagt, da es so schnell geht und wenn gerade eins ab ist, solltet ihr es auf jeden Fall auch mitnehmen. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den letzten 2 Punkten, die ich machen würde für maximale Effizienz. Und zwar ist das nächste in der Bluternte. Das ist dieses Season-Event. Das wechselt halt auch immer, ich glaube stündlich, bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Auf der Map ist halt immer in einem anderen Gebiet. Und jedes Mal, wenn das in diesem Gebiet spawnt, gibt das dort 3 Aufgaben, die ihr erledigen könnt. Das heißt, wenn ihr das in einem Gebiet durch habt und es in einem neuen Gebiet spawnt, könnt ihr die Aufgaben nochmal machen. Also das Event könnt ihr den ganzen Tag abfarmen. Und was ich da immer ganz gerne mache, weil das einfach super schnell, schnell geht, ist, ihr geht zu diesen kleinen Brunnen, die auf der Minimap angezeigt werden. Die Brunnen nennen sich Blutroter Altar. Und in diesem blutroten Altar müsst ihr 15 Blutköder reinschmeißen. Die sind ja so schnell zusammengefarmt. Ich habe da tausende von rumliegen, weil ich die alle nicht mehr brauche. Aber wenn ihr jetzt gerade neu anfangt oder hochspielt, spielt einfach dieses Gebiet, tötet die Elite-Gegner, macht die Aufgaben und dann bekommt ihr super schnell diese Blutköder. Ich habe, wie gesagt, genug immer auf der Tash. Und das heißt, ich gehe direkt einfach zu diesem Brunnen. Den findet man auch super schnell auf der Map. Schmeiße die Blutköder rein, es spawnen 2 Elite-Gegner. Wenn ihr die getötet habt, ist die Aufgabe schnell erledigt. Also es geht auch super, super schnell. Die droppen auch einen Haufen Legendaries immer. Super viele Mats. Also lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Die anderen Aufgaben mache ich eigentlich nur, wenn nichts anderes mehr ab ist. Also wenn ich nichts anderes mehr zu tun habe, dann mache ich auch nochmal die anderen Aufgaben. Aber normalerweise gehe ich eigentlich nur da rein, schmeiß die 15 Blutköder rein, töte die 2 Elite-Gegner und gehe zur nächsten Aufgabe. Als letztes auf der Liste habe ich dann auch noch ein sehr, sehr kurzes Event. Und zwar sind das immer diese Keller. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Keller, Mini-Dungeons seht ihr hier auf der Map. Ich blende euch das einmal ein. Gibt zwar nur eine Gabe, aber ist das Ding ist so schnell gemacht. Und meistens ist es auch immer relativ dicht an den Wegpunkten. Das heißt, hinteleportieren, in den Keller rein, einmal Keller clearen, wieder raus und ihr habt eine Gabe. Ja, also wenn euch noch eine einzelne Gabe fehlt, dann geht das eigentlich immer mit am schnellsten, finde ich jedenfalls. Und eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, wenn ihr zum Beispiel einen Stand von 8 von 10 Gaben habt. Also das heißt, ihr bräuchtet eigentlich nur noch 2, um es voll zu machen.
Macht dann aber eine Aufgabe, die euch 3 Gaben gibt. Dann müsst ihr euch nicht, braucht ihr keine Angst haben, denn diese eine Gabe, die sozusagen über ist, die wird dann mit in den nächsten Progress mit reingenommen. Das heißt, in den nächsten Stand, und dann habt ihr schon 1 von 10 Gaben. Also das heißt, ihr müsst nicht immer perfekt aufhören, also nicht immer auf 10 auf 10 kommen. Es ist dann nicht wasted, was über ist, sondern es wird dann mit in den nächsten Stand mit reingenommen. Gut, jetzt wisst ihr ja schon mal, was ihr machen solltet, wie ihr das möglichst schnell macht. Und jetzt kommen wir zu den Truhen, denn jedes Mal, wenn ihr zum Baum geht und dann diese Gaben abgebt, bekommt ihr eine Truhe. Ja, ihr habt dann so ein Menü und aus diesem Menü dürft ihr euch 3 Truhen auswählen. Und da gibt es unterschiedliche Truhen und unterschiedliche Truhen geben unterschiedlich viel Gold. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen. Vielleicht wissen es viele von euch. Aber ich habe mal bei mir in einem Freundeskreis oder bei meinen Zockerkollegen nachgefragt. Von denen wusste das keiner. Also von daher, wenn ihr das noch nicht wusstet, werde ich euch jetzt gleich sagen, welche Truhe am meisten Gold auswirft. Und dann solltet ihr diese auf jeden Fall auch immer priorisieren. Ja, wir fangen jetzt mit der Truhe an, die immer am meisten Gold garantiert gibt. Und zwar ist das die Chaos-Truhe. Das ist quasi eine Truhe, wo alles drin sein kann. Also es ist quasi wie so ein Random Lottery, wie auch immer man das nennen will. Also da könnt ihr jetzt keine gezielten Items rauskriegen, wie aus den anderen Kisten. Die sagen dann ja immer hier, ne, für 2-Handwaffen oder für Fußrüstung oder wie auch immer. Und bei der Chaos-Kiste ist es halt so, da kann alles rauskommen. Aber dafür ist hier auch die größte Geldmenge, nämlich 11 bis 12 Millionen. Und jetzt, just imagine, ja, stellt euch mal vor, ihr macht diesen PvP-Boss 2-mal in 3 bis 4 Minuten, gebt die Kiste ab, habt eine Chaos-Kiste, bam, ja, habt ihr in noch nicht mal 5 Minuten 10 bis 11 Millionen gemacht. Ist, glaube ich, kaum zu toppen. Ich weiß, kann man nicht immer schaffen, weil, wie gesagt, dass man diese Chaos-Truhe kriegt, ist halt auch nicht garantiert in dieser Auswahl von den 3. Wenn ihr sie da habt und ihr braucht Gold, nehmt auf jeden Fall die Chaos-Truhe. Als nächstes kommt dann die Legendary-Truhe, wo immer garantiert ein Legendary-Item drin ist. Ich will mal so sagen, ich habe eine Kiste gehabt jetzt, als ich das Video aufgezeichnet habe. Ich müsste das natürlich nochmal ganz genau anschauen. Ich hatte eine Truhe, in der 8 Millionen drin waren. Ansonsten sind es immer so 3 bis 4 Millionen. Also es ist jetzt nicht viel mehr als in den normalen Truhen. Ich hatte aber eine dabei, die 8 Millionen hatte. Das ist auch kein Scherz oder so. Das zeige ich euch gleich am Ende. Oder wenn ich jetzt gerade das hier einspreche und im Hintergrund euch das Video zeige, werdet ihr sehen auf jeden Fall, dass eine von diesen Legendary Truhen 8 Millionen drin hatte. Und alleine deswegen würde ich immer die Legendary-Truhen priorisieren. Das heißt, wenn ihr normale Truhen habt und keine Chaos-Truhe und eine Legendary, nehmt auf jeden Fall die Legendary. Es kann natürlich auch ein Legendary-Item drin sein. Und wenn ihr die sowieso noch braucht für euren Charakter oder um euch Aspekte rauszuziehen, ist das sowieso super. Ihr könnt die ganzen Teile natürlich auch verkaufen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, ich mache es aus Grund der Effizienz und weil vielleicht noch ein bisschen mehr Gold drin sein kann, würde ich auf jeden Fall die Legendary Truhen nehmen. Ja, und am Ende kommen wir dann halt zu den ganz normalen Truhen, die weißen Truhen oder wie auch immer man sie nennen möchte. Da ist auf jeden Fall auch immer garantiert 3 bis 4 Millionen Gold drin auf Quarzstufe 4, was ich trotzdem immer noch super gut finde. Ja, also wenn ihr euch vorstellt, dass ihr hier manche Sachen, nehmen wir mal an, ihr macht einen World Boss, ja, und den einen PvP Boss oder so, wieder. Es sind vielleicht 5 Minuten, die ihr dafür braucht und kriegt einfach mal zack 3 bis 4 Millionen Gold. Also ich finde, das ist schon unschlagbar eigentlich von der Effizienz und vom Zeitaufwand. Und auch wenn ihr das nicht so macht wie ich, dass ihr das für eine Stunde oder für mehrere Stunden macht, sondern einfach nur mal so zwischendurch, nehmt meine Tipps und ihr könnt auf jeden Fall in sehr kurzer Zeit euch einfach mal ein bisschen Gold zusammen sammeln. Okay, und jetzt zum Ergebnis, damit es auch nicht heißt, ich habe hier so ein Clickbait-Video gemacht oder irgendwie sowas. Und ich finde, für die Stunde, die ich das gemacht habe, wie gesagt, ich habe aufgezeichnet, ich habe so Sachen auf der Map gezeigt und so mit dem Mauscursor. Also ich war jetzt nicht super schnell, habe ein langsames Bild genommen. Wenn ich das Ganze mit einem schnelleren Bild gespielt hätte, wäre da auf jeden Fall mehr drin. Also ich bin mir ganz sicher, 40 bis 50 Mille sind da drin. Ich habe auch nicht immer eine Legendary-Truhe genommen, als ich das Video aufgezeichnet habe. Einfach nur, um euch die normalen Kisten zu zeigen und zu zeigen, was da drin ist. Ja, also das ist auf jeden Fall möglich, mehr daraus zu kriegen. Und es ist einfach nur eine Frage, wie man an die ganze Sache rangeht. Also ich habe mit 203 Millionen angefangen. Und nach einer Stunde hatte ich 239 Millionen, also ich habe ungefähr 36 Millionen Gold in einer Stunde gemacht.
Und ich finde, das ist schon eine richtig, richtig gute Ausbeute für eine Stunde bisschen Farm. Ja, meine Freunde, wir sind auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn ich das Ganze nochmal mit meinem Kugelblitz-Zauberer machen soll, der gefühlt 100 Mal schneller ist als mein Druide, um zu sehen, wie viel da wirklich möglich ist in einer Stunde, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vielleicht habt ihr auch noch ein bis zwei Tipps für mich und für die Community, wie man das noch ein bisschen schneller machen kann. Dann kann ich das vielleicht ins nächste Video einbauen. Und wie gesagt, ich werde es am Montag gleich testen, ob der Goldbuff vom Event auch hier funktioniert. Das wäre natürlich super geil. Dann könntet ihr nochmal 35% mehr Gold erwarten. Und ja, das war meine Methode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr was mitnehmen konntet, dann würde es mich super freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder vielleicht sogar ein Abo. Und für die Leute, die mich abonniert haben, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video bringe. Das war's schon von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in Sanctuario. Bis dann, euer Jereva.